70%, ja, würde ich sagen. Dann ist mehr oder weniger Schicht im Schacht und dann schaffen wir das irgendwie. So ist es. Und bis dahin sagen wir ciao, Leute. Ciao. Bis nach der Mittagspause. Gestärkt kehren wir aus der Pause zurück. Mensch, jetzt haben wir uns aber ganz schön über Essen, hey. Oh ja. Aber, muss aber auch mal sein. Genau, aber nur so kann man die Schlacht um Barad-dûr gewinnen. Ich beende zwar meine Runde, weil ich war ja eh fertig. Und Ralf schickt mir noch seine Armee zur Unterstützung. So ist es. Geht das für dich? Hoffentlich. Ja, ja, passt. Schauen wir mal, ob der da... Nee, kommt eben nicht rum. Er muss den angreifen. Moving to crush the enemy. Okay, jetzt geht's. Reicht es da? Ich glaube ja, wenn du dich da hinstellst, reicht's, genau. Move. Weil dann bist du nämlich dabei. Okay. Glaube ich zumindest. Wir werden sehen. Nur sein General, der drin ist, ist super overpower-mäßig, hat 10 Sterne und kann Night Attacks machen und dann ist deine Armee nicht dabei. Wo, doch, wobei, das ist Breitmulerson, oder? Ja. Der ist ja Nightfighter. So ist es. Hoffe ich. Da, da war es gerade. Ja, da. Nightfighter. Wäre er es auch? Er ist lazy. Super. Sense of Mortality. Super. Ja, Lord Kund Maetor kann außer gut aussehen nicht wirklich was. Und nicht mal das kann er perfekt. Ach was. Er ist doch wunderschön. Wir sprachen ja bereits über deine Vorliebe zu blonden Knaben. Chivalrous Father? Ich weiß ja nicht. Also, irgendwas ist da schief gelaufen. Tja, vielleicht... mein edler Vater, moving to crush the enemy! Ja, er redet ja auch so, hat ja auch Fruchtwerte, deswegen ist es für ihn wahrscheinlich das Ehrenhafte. Wahrscheinlich. Da vielleicht Verstärkung reinschicken, dass wir kein Camp ist? Das überlege ich mir auch gerade. Zumindest die 2 Bataillone von diesen Bokon. Yes, my lord. Ja, die Bokon, die ist kommen, achso, die kommen nicht ganz hin. Ja, gut, das reicht jetzt schon, glaube ich. Sollte eigentlich passen. Sollte er es wirklich angreifen? Achso, jetzt dachte ich schon, der feindliche General. Aha, Kultfest ist der Master Sculptures Workshop fertig. Ja, endlich. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Oh, gibt ja mal, wie geil die Flugzeuge da draußen aneinander vorbeigeflogen sind. Wir haben gerade voll das geile X am Himmel. X marks the spot. Fragt sich nur welchen. Man weiß es nicht. Man weiß nicht. Gammchen. So. Da kann ich nichts rekrutieren. Ja, okay, ist ja wurscht. Ah. Ach, scheiße. Ja, immerhin fährt das Schiff weiter. Ja, wichtig. Ja, ganz wichtig. So, warum ist da jetzt nur Deoahelm dabei? Das ist eine verdammt gute Frage. Ah, weil der von hinten angegriffen wird. Ja, aber er steht doch direkt dann... Ja, er steht nicht direkt daneben, scheiße. Gut, dann zieh ich mich mit ihm mal zu. We must regroup. Wieso? We shall continue tomorrow. Ah, na, Herobrand. Na, du bist ein illoyales Schwein, verpiss dich. So, war das jetzt zu klug? Das hättest du... Your orders, my lord. Also, das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Ich meine, hättest du doch locker gewinnen können. Wo steht denn jemand anders? Und jetzt werden dort halt wieder Armeen gespawnt, wie bescheuert. Yes. Und jetzt? Yes, my lord. Was hast du vor? Das überlege ich gerade. As you command. Also auch nicht dabei. Fuck that. Your orders, my lord. Warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen, bitteschön? Sehr gute Frage. Ich bin auf jeden Fall schwerstens verwirrt. Ja, ich auch. Naja, du fängst einfach auch mit der Belagerung in deiner Runde an von Barad-dûr. Ja. Naja, meine Runde mache ich auf jeden Fall noch fertig. Nein, Eowyn! Ah, und Eadik hat einen Musician bekommen. Und einen Autor. Ein Actor. Ja, ein Actor. Sehr schön, die Barracks sind fertig. Ha, jetzt kann ich hier auch. Your will, my lord. Auch halbwegs akzeptable Truppen rekrutieren. By your command, my lord. Yes. So.
langsam wird's aber mit deinem Einkommen auch, glaube ich, ein bisschen dünner. Ja, mei. Ist ja auch nicht zu verachten, wie viele Armeen ich hier alleine... Ja. Schau mal, wie es jetzt ausschaut. Ja. Naja, ich verdiene immer noch was, also... Ist zwar nicht mehr so viel, aber... Ja. Ja. Oh! Hoppla! Oh! Yes, my lord. Dann muss ich wohl doch einen Teil wieder zurückschicken. Your will, my lord. Einmal ganz kurz. Ja, sicherlich. Sicherlich. Ich meine, also wie viel fehlt denn? H70, da dürfte eigentlich ein Bataillon ausreichen. My lord. Sicher? Bei 75 ist... Ah doch, okay. Es ist... Yes, my lord. So. With honor, making camp here. Now it's time to crush the enemy. Jetzt schauen wir mal, wie viel da drin hockt. Ja, gar nix. Kommt dann, natürlich. Ja, natürlich. Irgend so ein Scheißkaff am Arsch der Welt, ja, kann Truppen spawnen. Natürlich. Die Musik macht dich richtig glücklich, kann das sein? Ja, mein Gott, das lenkt ein wenig davon ab, dass dieses Spiel vollkommen scheiße ist allmählich. Dass es mir voll auf den Sack geht. Ja, wird halt langsam echt ein bisschen ärgerlich. Wenn wir halt wenigstens... Wer ist denn er eigentlich jetzt schon wieder? Der ist schon 24, meine Güte. Ja, hat schon lang gemacht, ne? Wir werden schnell erwachsen. Na gut. So, jetzt schau mal gleich, ob du da irgendwie dich neben mich direkt stellen kannst. Das falls die mich wieder... Ich glaube nicht. Ich kann mich in keine Richtung bewegen. Doch, du kannst mal den Schwuppe da angreifen, geht das? Finish them! Ja, okay. Und jetzt kannst du es mit mir belagern. Victory! Sehr schön. Moving to crush the enemy! Das ist sogar direkt angreifen. Stimmt eigentlich. Mach mal Assault. Boah. Fuck. Ja, gut, aber in der Echtzeitschlacht sollte das schon machbar sein, oder? Ja, ich will unbedingt nochmal eine zweite Armee mit dabei haben. Okay, also doch lieber... Eine Runde noch warten. Hoffentlich wird jetzt keine der Armeen angegriffen. Also ich wollte eigentlich schon noch meine zweite Armee mit mindestens dran bringen und dann wollte ich den Angriff eigentlich starten. Okay. Na gut. Lass es uns tun, Herr. Hoffentlich kommt meine Verstärkung noch rechtzeitig. So, was wollte ich jetzt noch groß machen? Gar nichts eigentlich. Im Prinzip, du warst fertig. Ja. Passiert ja nichts. Mal noch, ob mein Schiff auch fährt. Naja, so natürlich ist es nicht. Du weißt ja, zu viel Wasser. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, Mord hat nichts gemacht. Sehr schön. Nice. So, und jetzt sind sie fällig, diese kleinen... Ah, Britta. Ja, ich finde ihren Bart echt sexy. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt einfach, es geht ja mal gar nicht, also... Oh. Endlich habe ich auch mal was bekommen. Dein Council liebt dich. Ja, bestes. Ah, Ulrik de Roth hat einen Doktor bekommen, sehr schön. Oh, sehr schön. Eo Tain hat einen Overseer. Wer sind das eigentlich nochmal? Achso, ist er hier. Den ich nach Kerin Amroth hereingesetzt habe. Ohne zu überprüfen, ob er überhaupt was bringt. Er erhöht zumindest das Einkommen. Ja, klar. So viel habe ich mitbekommen. Okay. Das reicht mir schon. Das wird schon reichen. Nee, dies passt schon. As you wish, your will, my lord. So, was rekrutiere ich jetzt noch? Oh, da brauche ich gar nicht so viel. So. Vielleicht noch irgendwas retrainen? Ja, freilich, das machen wir noch. Dann passt das schon wieder. Du hast deine wahre Freude. Your orders, my lord. So, der kommt jetzt natürlich auch nicht neben Baradur, aber wenn der da oben nochmal... Doch, der kommt ran. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Wie denn? Der würde dann versuchen, außenrum zu laufen. Ja, stimmt, hast recht. Versuch nochmal von einen von den oberen dort anzugreifen. Meinst du ihn hier zum Beispiel? Ja, genau. We shall engage. Glory, honor, victory. To battle. Yes, my lord. We shall engage. So. Und jetzt würde ich sagen... Automatisch. Automatisch. Scheiß drauf, bitte laufen. Aber jetzt ist nämlich nur noch Captain Lukdush und Mutzkor dabei. Mit seiner Garnisonsarmee, die wir ihm jetzt... Oder wir warten halt wirklich, bis sie rauskommen. Ach, Blödsinn.
Ja, wollen wir es machen? Ja, gib ihm. Was habe ich denn mit Harleth schon? Ganz ehrlich, das ist eigentlich gut so, weil so können wir nämlich den Lutzgosch können wir nämlich schön wegpflücken, bevor der überhaupt in die Stadt reinkommt und die in der Stadt sitzen dann drin und schauen alt aus. Das ist eigentlich echt ziemlich geil, finde ich. Und dann können wir in aller Ruhe die Stadt belagern. Ja, wie willst du den wegpflücken? Naja, der kommt ja von außen, der ist ja Verstärkung von... Ach, dann meinst du einen Luktusch jetzt? Ja. Ah, du hast erst Mutzgor gesagt. Ja. Ich habe einfach irgendeinen Orknamen gesagt. Irgendeiner wird schon sein. Aber es ist halt blöd, dass Deoahelm halt jetzt, der von der anderen Seite kommt, gar keine Belagerungswaffen hat, ne? Ja gut, ist ja wurscht, sobald wir durch die Tore sind. Und es wird ja wohl laufen mit meinen Belagerungswaffen und deinen Belagerungswaffen und meiner Balliste. Ja, auf jeden Fall das Spiel vorher noch gespeichert wissen. Und dann geht es los, Leute! Die Schlacht, wo sich das Schicksal Mordors entscheiden wird. Murderers and Elf Friends? The Hobbit. So, ja, mein geiles Ambilight hier anmachen. Ja gut, Ambilight ist nicht ganz, aber es erfüllt ungefähr den gleichen Zweck. Es ist Licht. Wow, hey, Baradur, grüß dich. Okay, sieht halt echt monster unspektakulär aus. Das ist mal echt ein bisschen enttäuschend. Ja, ich wait mal noch, bis das Wetter. Genau, bis ein bisschen regnet. Men, I am in two minds whether or not to take the fight to the enemy. There are arguments in favor of waiting here for them to come to us. Equally, there are arguments for advancing. In either case, I know you will fight rather well. Or at least, not badly. Draw your swords. Harden your hearts. And this day's work will soon be done. Da merkt man, dass der gute Harleth keine besonders große Kampferfahrung hat. The enemy are not going to be sensible and run away. So, let's kill them all. And now all is said. Okay. Also großer Redner ist er ja nicht. Es gibt Argumente, dass wir hier warten sollten, bis sie ausfallen. Es gibt aber auch Argumente, sie anzugreifen. Boah, ja, also, Mann, Baby, schau mal auf die Karte unten. Ja, also die werden wir mal nach allen Regeln der Kunst auseinanderpflücken, würde ich behaupten. Noch nicht von hier. Von hier kann ich nämlich nicht angreifen, weil aus irgendwelchen Gründen gibt es noch Wasser in Mordor. Natürlich. Hä? Was ist denn das für eine komische Festung? Ich spiele gerade mit dem Gedanken, von hier anzugreifen, ehrlicherweise. Vielleicht echt schlauer. BZW, ah, das hier ist deine Zone. Ja. Das schaut ja mal richtig krattlig aus. Also, okay, warte mal kurz. Dort, geh mal kurz ein bisschen nach unten, rechts. Wo ist denn rechts bei dir? Du hast da nach links gezeigt. Ja, rechts. Ja, was ist ja hier? Da ist ein Tor auf jeden Fall mal. Tor. Also könntest du dir überlegen, genau, einen Rambock und ein paar Infanterietruppen von dort und dann halt die Türme von dort hinten. Also zwei Türme kann ich definitiv schon mal von hinten kommen lassen. Ja. Und einen Turm lasse ich noch von der Seite. Wobei die hier ganz schön weit zu schieben haben. Hier haben sie nicht so weit zu schieben. Schau. Ja gut, ich sage jetzt mal so, ich würde auf jeden Fall... Er muss sowieso seine Armeen aufteilen, um das effektiv verteidigen zu können. Also von daher... Weil ich dachte mir halt von dort... Kennert es... Och nö, weil es in der... Oh, Kacke. Fuck, ey. Na super. Warum hast denn du überhaupt die scheiß Deployment Zone? Du hast einfach wirklich die, wo überhaupt nichts geht. Ja, ich kann weder... Ja gut, dann müssen wir das halt... Den Rambock dort an die Ecke stellen, wirklich. Ja, die Türme auch hier so hin und dann mal... Wird's halt ein bisschen dauern. Ja, vor allem, weil meine andere Armee hier ja nichts machen kann. Ja, richtig. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht vorlaufen und sich gleich mal hier auf Shootout-Stands dann machen. Ich hoffe, dass meine nicht vorlaufen und sich abschlachten lassen. Naja, deine haben doch Belagerungswaffen, hast du gemeint. Ja, das ist richtig, aber die werden halt deutlich schneller vorne stehen als deine. Das heißt, wenn es blöd läuft, ist es vorbei, bevor es angefangen hat. Ach, Schwarzmalern ist hier nicht. Hier wird nicht schwarz gemalert. Ändern könnte ich eh nichts dran. Ja, das ist halt das Ärgerliche, dass man das nicht irgendwie zusammenspielen kann, dass man sich irgendwie noch eine zweite Tastatur anklemmt. Ja. Weil ich meine, okay, so ridiculous wie das jetzt klingt, aber es gibt einfach die Möglichkeit, sowas zu machen. Also,
Sollte zumindest eigentlich möglich sein, so Splitscreen-mäßig oder so. Ja, jetzt nicht unbedingt. Ja, doch, Splitscreen. Ja. Wenn dann Splitscreen, weil sonst ja, nee, könnte ich die da hinten nicht gescheit. Ach, Splitscreen. So wie bei GTA San Andreas im Multiplayer. Ja. Weißt du noch? Auf der Playstation. So, start. So, dann los. Ich schick mal besser beide los. Ja. Wer weiß, ob auch wirklich beide ankommen. So, dann versuche ich mal mit dem ganz linken Belagerungsturm, versuche ich direkt mal neben dem Tor anzukommen. Ah, das geht nicht mal, okay. Dachte ich mir schon fast, das ist ja ziemlich wenig Platz. Mit einer Leiter vielleicht, aber... Ich verstehe auch nicht ganz, warum du mit der einen Armee nur Belagerungstürme und mit der anderen nur Leitern gemacht hast. Ja, ich auch nicht. Ach du Scheiße, hey. Ich glaube...